Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Kommandantinnen und Kommandanten. Da sind wir wieder bei Elite Dangerous. Sehr komische Musik im Hintergrund, beziehungsweise ein ganz komischer Effekt. So, ja, was machen wir in dieser Runde Schönes? Man hört es vielleicht ein bisschen. Ich höre mich nicht ganz so prickelnd an. Ich bin nämlich erkältet und... Ja, wollte aber nicht mehr im Bett liegen, weil ich seit 2 Tagen im Bett liege und ich auf jeden Fall jetzt einmal diese Missionen hier abgeben wollte, also dieses Obelisken-Scannen, was wir gemacht haben. War hier im Felistock war das. So, da fliegen wir einfach mal hin und geben die mal ab. Ich hoffe, das geht noch im Übrigen. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Wie viele Sprünge brauche ich? 11. Na gut. So. Geben wir mal ordentlich Stoff hier. So, voller Schub voraus. Und ja, ich, also man hört es vielleicht, ich bin, wie gesagt, ich bin ein bisschen erkältet und ich wollte eigentlich, aber noch Urlaub clevererweise, und wollte eigentlich sehr, sehr viele Elite aufnehmen, etc. Aber, ja, die letzten 2 Tage lag ich einfach komplett im Bett. Und... Mir geht es noch nicht so hundertprozentig gut. Es ist so der erste Tag jetzt, also nach 2 Tagen, wo es so einigermaßen wieder ein bisschen aufwärts geht gerade. Ich vor allem auch wieder einigermaßen reden kann. Ich wollte jetzt aber auf jeden Fall irgendwas anderes mal machen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier gleich im Bett, wenn ich noch länger drin liege, dann drehe ich durch. Vor allem kennt ihr das, wenn du im Bett liegst und dann... eigentlich dir alles vom Liegen wehtut dann? Also wenn du wirklich dann die ganze Zeit im Bett liegst und einfach nur so denkst, so weil du kannst ja nicht mehr von links nach rechts, du kannst dich irgendwann nicht mehr bewegen. Dann sagst du mir, ach komm, ich probiere mal eine Runde aufzunehmen. Vielleicht funktioniert es ja. Es wird aber vermutlich nur eine Folge werden, weil ich glaube, das werde ich nicht so ganz überleben. Sonst. Also überleben werde ich es schon, aber es wird deutlich schlimmer werden alles. Und ja, man muss es ja nicht herausfordern, sein Glück. So, sehr schön. Wir kriegen Treibstoff. Habe ich gerade etwas geschluckt, weil wir da unten das Problem hatten. Oh. Moment, warte mal. System. So, ich will komplett auftanken hier. Doch mal Kühlkörper raus. So. Sehr schön, da können wir jetzt abbauen. Das sollte hoffentlich funktionieren. So. Ja, auf jeden Fall die Missionen mit dem Archäologie-Thema, die werde ich nicht mehr schaffen. Du hast ja bloß 3 Wochen Zeit. Ich weiß gar nicht, ist hier noch aktiv? Ja, ist noch aktiv. Läuft ab in... Ach, in 2 Wochen, 2 Tagen würde es ablaufen, würde gehen. Ich will bloß mal die Sachen jetzt abgeben. Einfach, damit wir die... Ich weiß gar nicht... 15 Obelisken, was das waren, die wir gescannt haben, dann haben wir die zumindest. Dann sollte das kein Thema sein. So. Also meine Stimme hört sich echt bestimmt mega gut an. Ich wollte nur, das Problem ist, dass, dass morgen die Elite-Folge hier kommen würde und ich sonst keine Folge hätte dafür. Jetzt dachte ich mir, ach komm, das schaffst du schon irgendwie, dass keine Folge ausfällt. Das wäre sehr schön. Also ich muss mal gucken, also ich weiß nicht. Vielleicht, wenn es noch schlimmer wird, breche ich vielleicht doch ab. So, was machen wir Schönes? Also wir geben jetzt erstmal in Mene dann diese, die Scans schon mal ab, die wir gemacht haben. Damit wir damit schon mal arbeiten können. Dass wir damit schon mal das Geld haben. Und dann würde ich mal gucken, da können wir so ein bisschen Signalquellen machen. Irgendwie so Kleinigkeiten, Larifari. Weil, in der nächsten Aufnahmesession auf jeden Fall, ich würde dann gerne die, ja, diese Erkundung so ein bisschen weitermachen, was wir gesagt haben. Einfach irgendwo planlos hinfliegen und schauen, was da ist. Da bin ich sehr gespannt noch drauf, was wir da alles entdecken werden. Vor allem können wir auch mal, wie gesagt, ein bisschen gucken,
was da sonst noch so auf uns zukommt. Na gut. Ich glaube, den Frameshift Drive starten. Warum zum Teufel kam ich jetzt von der Sonne nicht weg? Das war jetzt bescheuert. Ich kam einfach nicht weg. Also der hat mich einfach jetzt da... Ich glaube, weil es so ein weißer Zwerg war, ne? Der ist recht, recht heiß. Also sehr interessant. One. Engage. Ja, aber auf jeden Fall, ich muss sagen, diese Archäologie-Mission haben wir echt viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn wir jetzt noch 2 Wochen haben, dann werden wir da auf jeden Fall die eine oder andere antike Ruinenstätte auf jeden Fall noch erforschen, weil ich habe da echt Bock drauf. Nur das werde ich versuchen, immer so ein bisschen reinzuschieben dann. Hier kann ich nicht tanken. Sehr schön. Ich werde das versuchen, immer ein bisschen reinzuschieben, dass man einfach, ja, nicht immer das Gleiche macht. Dass man so ein bisschen Differenzierung einfach hat mit allem. Das sollte kein Problem sein. So, wie viele Sprünge habe ich denn noch? 6 Sprünge, Mann. Ich muss unbedingt den Frameshift-Antrieb noch upgraden. Da fehlt mir nämlich, glaube ich, 1 Stufe fehlt mir noch. Und dann habe ich die maximalste Stufe. Und dann kann ich damit nämlich noch einen Ticken weiterspringen. Das wird jetzt nicht so viel helfen, glaube ich. Aber insgesamt ist es halt... Also wenn es nur ein paar Lichtjahre sind auf die Menge an Sprünge, holst du halt ein bisschen was raus, dass du dir vielleicht idealerweise 1 Sprung sparen kannst dann irgendwann. Oder 2 vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich will auf jeden Fall auch irgendwann mal das probieren, dass man da, na ja, toll. Na, wobei, wir probieren es mal. Roter Zwerg, da können wir, glaube ich, auch tanken. Das sollte gehen. Da muss ich jetzt nicht zurückfliegen. Das wäre mir jetzt sehr recht. Also man muss ja das Springen dann nicht irgendwie sich in die Länge ziehen. 2, 1, engage. Ach ja. So. Auf jeden Fall muss ich sagen, Erkältungen bin ich ein riesen Fan von. Ist immer sensationell, wie denn alles wehtut, wo man wirklich mega empfindlich wird. Und vor allem, wenn du, was ich ja sehr liebe, wenn du nachts durch Husten, wenn du Husten hast nachts und dadurch immer aufwachst. Also das ist was, das kann ich überhaupt nicht ab. Also. So. Machen wir das noch hier, zack. Der Kühlkörper erreicht nicht ganz so viel hier, ha? Schaffen wir das noch, bevor wir... Ja, schaffen wir. Ich hatte bloß gerade die Panik, dass wir jetzt gleich in der Sonne einfach überhitzen. Weil wir vielleicht noch zu nah dran waren, aber es hat ganz gut funktioniert. Finde ich geil. So, ja, auf jeden Fall, ich mag das ja, wenn es einem dann so wirklich so, so richtig dreckig geht. Vor allem, wenn du nachts husten musst und dann wachst du immer auf und dann schläfst du vielleicht eine Stunde. Und dann geht es wieder von vorne los. Dann versuchst du wieder einzuschlafen. Das ist... Sowas hasse ich tatsächlich dann. Aber wenn man... Einen Tipp, den ich da immer geben kann, der mir da zumindest extrem weiterhilft. Viel heißen Tee trinken, weil dann beruhigt sich der Hals ein bisschen. Und ganz viel Honig rein. Das ist super. Das bringt echt unglaublich viel. Ohne Signalquelle, schön. Jetzt lassen wir sie mal. Die können wir jetzt mal sein lassen. So. Ach ja. Das muss ich echt sagen, das bringt echt was. Heißer Tee, Honig, super. Dann geht's einem viel besser. Oh, ich muss husten. Entschuldigung. So, wäre jetzt mega lustig gewesen, wenn ich wegen des Hustens jetzt einfach in die Sonne geflogen wäre. Das wäre schön gewesen. Okay, überhitze ich. Ich überhitze. Kann ich nach oben ein bisschen?
Jetzt hast du eingependelt. Okay. So. Ja, Temperatur. Wow, nein. So, Temperatur geht runter, sehr gut. Ach, ja. Ist auch schön. Machst du eine Aufnahme, wo du bloß hin und her springst die ganze Zeit. Das ist echt toll. Finde ich echt gut, muss ich sagen. Also, ich entschuldige mich dafür. Es war alles ein bisschen anders geplant, Elite. Aber wie gesagt, die Konsequenz ist dann, ich nehme gar keine Folge auf und mache gar nichts. Und das ist irgendwie, finde ich, auch nicht so prickelnd so geil. Dann dachte ich mir, ach komm, machen wir das halt so wenigstens ein bisschen. So, einen Sprung noch, dann sind wir da. Yay! So, dann würde ich sagen, machen wir da noch ein paar Signalquellen oder guck mal, was es da sonst noch so gibt und dann ist gut. Weil dann gehe ich auch... Dann machen wir, wie gesagt, wir machen ein Ründchen hier und dann lege ich mich wieder ins Bett. Funktioniert nämlich doch tatsächlich so gut, weil ich immer husten muss zwischendrin. Und die Nase läuft und ich Kopfschmerzen habe. Sehr weinerlich der Hebi, aber es soll tatsächlich gar nicht so rüberkommen. Es ist tatsächlich so, ich bin relativ wenig wehleidig. Es ist nur, wenn du dich versuchst auszukurieren, so rum. Und es funktioniert einfach nicht, weil, keine Ahnung, du nicht liegen kannst, du nicht mehr sitzen kannst, du nicht weißt, wie rum dreht man sich jetzt eigentlich. Das ist dann das, wo ich, ich muss denken, warum zum Teufel? So. Das hat gut funktioniert. Ja, toll. Ich war im Blauen lustigerweise drin, aber er hat einfach beschleunigt, als ich auf die Signalquelle zugeflogen bin. Er hat nicht runtergedrosselt. Kann aber sein, weil ich mal ganz kurz, blöderweise, ins Gelbe unten reingeflogen bin. Wo ist jetzt eigentlich? Hallo? Wo sind sie denn? Hä, wo sind sie jetzt hin? Jetzt Blade? Wo ist jetzt die Signalquelle hin? Jetzt bescheuert? Hallo, Signalquelle. Ich glaube, die ist weg. Kann das sein? Nee. Wo ist die denn? Bin ich jetzt blind? Ich sehe sie unten im Radar nicht. Aber ich glaube, ich cruise die ganze Zeit dran vorbei, weil der blöde Stern mich hier die ganze Zeit ranzieht. Ach komm jetzt. Hallo? Ich sehe sie nicht. Fliege ich halt zu der, so. So. Machen wir es mal hier. Ist was Bescheuertes, echt. Cargo Scope deployed. Hier sind sie. So. Ich habe gerade mal geguckt, wo die Sammler wieder sind. Muss ich gerade mal gucken. So, dann sind beide unterwegs. Sehr schön. Was haben wir hier Schönes? Leitfähige Polymere. Wärmetauscher, Wärmeverdrahtung. Ich glaube, das brauchen wir sogar für die Upgrades. Hoch. Der will Fracht haben von mir. Ja, okay. Fighter startup activated. I've got the mothership commander. Ah, jetzt. So, ich war gerade überlegen, weil die Waffen nicht hochkamen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. So. Na schau. Ist ja ganz schön, was er hier macht. So, Fracht genommen. Warum sollte ich dir meine Fracht geben? Kleiner Mistkerl. So. Ciao.
down. Das hat ganz gut funktioniert. Sehr gut. Automated docking ready to commence. So, dann gleich mal hier Sachen wieder einsammeln. Sehr schön. Wollen nämlich einfach ausrauben. Das gibt's doch nicht. Sowas Bescheuertes. Aber gleich mit einer Ende hier. Ich glaube, es liegt an den Relikten, die wir dabei haben, ne? Das dürfte an der uralten Schatulle und dem ganzen Zeug hier liegen. Darum verfolgen die uns ja gerade ein bisschen. Aber ist ja okay, dann kriegen wir zumindest ein bisschen Action noch. So, ich muss kurz husten. Und ja, ich melde es vorher an. Mann. So. Green Party, Systeme, Demokratie, Industrie. Okay. So, Fighter ist auch wieder da, sehr schön. Sehr gut, wie schaut es bei ihr nicht aus? Meister 47% von Experte entfernt. Schön. Finde ich gut. Ach nee. 53%. 47% hat sie schon. Finde ich sehr schön. So. Ich hoffe echt, dass ich die nicht verliere. Also, dass ich mein... dass mein Schiff nicht mal wieder in Flammen aufgeht. Und ich dadurch die Piloten wieder neu trainieren muss. Das wäre echt cool. So, Ersatzwert. Ist übrigens auch schön. Der Ersatzwert von dem Schiff. Wir könnten vielleicht... naja, viermal würden wir schaffen. Also viermal könnten wir... das Schiff retten. Also, viermal können wir die Versicherungssumme bezahlen und danach haben wir kein Geld mehr. Das ist sehr schön. Das heißt, wir müssen uns langsam mal wieder darum kümmern, wie wir sehr, sehr viel Geld bekommen. Aber auch dann so, dass wir auch die Kampfschäden gegebenenfalls, weil ich glaube, in den letzten Kämpfen war es immer so, wir hatten immer so ein Plus-Minus-Geschäft, ne? Also wir hatten immer so, wir haben Geld eingenommen, haben das Geld dann ausgegeben für, keine Ahnung, für Wartung etc., für die ganzen Komponenten und dann war es, glaube ich, plus minus null. Also wir machen, glaube ich, nicht wirklich Gewinn mit dem Ganzen. Das müssten wir noch alles ein bisschen optimieren, finde ich. Das wäre zumindest sehr schön, weil dann lohnt sich das auch alles wieder ein bisschen besser. So, gleich geht's übrigens weiter. Ach ja. So, ich habe jetzt mal ein bisschen die Stimme geschont. Ach ja. Ich muss rückwirkend betrachten, es war, glaube ich, doch keine so gute Idee, Elite aufzunehmen. Das war... ja. Hätte ich mir vorher denken können. Wo fliegt denn die Drohne jetzt hin? Ach so, die ist praktisch nach unten jetzt geflogen. Okay, es hat so komisch ausgeguckt, als würde die jetzt wegfliegen. Aber die macht praktisch hier die Höhen, den Höhenunterschied gleichzeitig aus und dann fliegt sie aufs Schiff zu. Okay. Das sah gerade echt komisch aus. So. Na komm. Hinein mit euch. So, keine gültigen Sammlungsziele. Sehr schön, da können wir gleich mal auf vollen Impuls gehen, würde ich sagen. Und dann haben wir alles. Dann können wir zurück zur Station fliegen. Jawohl. So. Dann. Nein. Hier. Achso. So. Die Waffen müssen wir noch einfahren. Das würde helfen. So. One. Engage. Sehr schön. So, wo ist das für Lee Stock? Hier. Okay. So. Ich drehe mal ein bisschen... Oh. Ich glaube, wir sind zu schnell. Neuer Kontakt. Hervorragend. Oh, wir können ja ein bisschen rumfliegen, noch ein Signalquellen suchen. Das könnten wir eigentlich noch machen. Vielleicht haben wir Glück und es ploppt direkt eine vor uns auf. Das wäre sehr schön.
Ich fand das gerade sehr cool mit dem Piratendingens, dass da jemand auf uns zukam und uns hier beklauen wollte. Ach stimmt, das war das Doppelsternsystem hier, ich erinnere mich. Zack, da haben wir schon eine Signalquelle. Juhu! Abgebaute Emissionen entdeckt. Waren wir nicht gerade schon drin? Nee, ist glaube ich weiter weg. Ich weiß gar nicht, können die praktisch, wenn ich aus so einer Signalquelle rausfliege, können die theoretisch noch da sein dann, beziehungsweise auch wieder aufploppen? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob dem so ist. Ich glaube, ich hatte das aber schon mal, oder? Dass ich die gleiche Signalquelle nochmal gefunden hatte und dann mit der gleichen Signalquelle dann wieder praktisch, im gleichen Gebiet war wie vorher. Aber hier ist es auf jeden Fall weiter weg vom Stern. Weil die andere war deutlich näher am Stern dran, glaube ich. Lass uns überraschen. So, Dropout. Klack. Es sind auf jeden Fall Sachen hier, das hat schon mal was. So. Ah gut, sammeln wir mal ein paar Sachen wieder ein. Was haben wir hier alles Schönes? Wärmeleitungsverdrahtung, Wärmeverteilungsplatte. Das ist gar nicht mal schlecht, weil ich glaube, diese Wärmeverteilungsdinger, die brauchen wir tatsächlich auch, ne? Ach komm. So. Aua! Au! Sag mal. Unspeakable Dread. Ich glaube, es hackt. So was Bescheuertes, das hat echt weh. So. Mann, so, jetzt muss man gucken. Nein, ich will hier. Da, die Sammler will ich. So. Ich weiß gar nicht, ist der Frachtkatalog jetzt eigentlich offen oder zu? Ist eigentlich offen, aber trotzdem. Ach toll, ist ja toll. Das sind ja bescheuerte Drohnen. Da sind sie gegen die Schrottteile gedonnert und sind deswegen dann kaputt gegangen. Ja, das ist ja schön. Mann. Also ein bisschen mehr Intelligenz in diese Drohnen hätte man schon reinprogrammieren können. Ach, das gibt's doch nicht. Vor allem, ich verliere jetzt echt die ganze Zeit Drohnen, weil die praktisch zu Blades sind und sich permanent hier... Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt hör doch mal auf. So was Bescheuertes. Da knallen die echt die ganze Zeit gegen das ganze Zeug dagegen. Ja, das hatte ich auch noch nie. Also das ist echt das... Ach komm, leck mich. Das ist nervig gerade. So, ich fliege mal aus dem Schrottplatz hier ein bisschen raus. Aus diesem Trümmergebiet. Vielleicht geht es dann ein bisschen besser. Jetzt habe ich echt einen ganzen Haufen Drohnen verloren. Weil die alle gegen diese... gegen die Schiffswracks geknallt sind. Das ist echt toll. Läuft, muss ich sagen. Wahrscheinlich sind genau die Sachen, die ich gebraucht habe, sprich diese Wärmeverteilungsdinge, die sind alle kaputt gegangen. Nein, eins haben wir eingesammelt oben. Okay. Naja. Schön. Toll ist trotzdem anders. So, ich muss noch ein bisschen eine Kurve fliegen, damit wir nicht aus der Reichweite kommen. Das wäre nicht so toll. Ach ja, da fliegen wir durch die Schrottdinger hier rum. Dann können wir auch alles einsammeln. So. Mal gucken, ich glaube, das kriegen wir hin.
Das könnte ganz gut enden hier. La 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 la. Also jetzt geht's eigentlich. Dann haben wir jetzt auch nicht mehr in diesem Trümmergebiet drin. Das hatte ich echt noch nie. Echt bescheuert. Vor allem, das kannst du auch nicht wirklich beeinträchtigen, das Ganze, weil die Drohnen fliegen ja automatisch. Das ist echt ein riesen Trümmergebiet hier, ne? Ha. Huh. Schick. Ich frag mich, was das für ein Schiff war. Ich bin echt schlecht in Elite, ich weiß es immer nicht, was dann ist. Also ich kann die Schiffe da nicht ganz genau zuordnen. So, jetzt haben wir es gleich. So. Natürlich ist eine wieder kaputt gegangen. Klar. Schild im Mitte. So, sammeln wir mal noch ein. Und dann ist gut. Dann haben wir alles. Ich setze mal gleich kurz auf das Verlies-Dock. So, Ziel auswählen. Ah, ich habe mir gerade gefragt, wo ist die Drohne hin, aber die sammelt gerade. Finde ich gut. So, klack. Dann Frachtgreifer gleich einfahren. Aber erst, wenn er da ist, weil sonst, ja, bin ich diesmal schuld. So, jetzt aber. So. Jetzt aber. Dann haben wir das. Dann können wir jetzt in Ruhe andocken. Und voller Impuls. Hallo? Also, man kann ihn nicht gedrückt halten und geht er von Negative ins Positive. Man muss ihn dann erneut drücken, dann, dass man das dann, weil es sich dann einrastet. Zumindest so wie ich es eingestellt habe. Also ich muss sagen, dass das Einzige, was ich bei dem Joystick, was ich da vermisse, dass du halt wirklich diesen Geschwindigkeitsregler hattest. Und das war schon echt gut, wenn du einfach dann vollen Impuls haben wolltest, hast das Ding genommen, klack, einfach nach vorne gedrückt und der hat sich dann da komplett drum gekümmert. Du konntest den Rückschub schneller machen. Kann ich jetzt auch mit Tasten auf dem Stream Deck, aber es ist halt mit dem Joystick ist halt deutlich einfacher. Das muss man fairerweise echt sagen. So. Und ich würde sagen, ich docke jetzt ganz brav im Verlies-Dock an und dann mache ich Schluss für heute, weil ich muss echt wieder ins Bett. Ich merke nämlich gerade, dass mir alles nämlich deutlich anfing weh zu tun, also Kopf, Augen, die Nase läuft die ganze Zeit, also man merkt es vielleicht, dass ich ab und an mal still bin. Da putze ich mir gerade die Nase oder muss husten dann. Ich melde es nicht immer ab, weil teilweise, ja, muss es schnell gehen. Aber das bringt so nichts. Ich bin mal gespannt, ob ich es dann schaffe, die nächste Elite-Aufnahme, ob die besser wird. Ob ich mich bis dahin dann wieder vollständig erholt habe, dass es dann besser vorangeht. Weil... Hallo? Ja. Weil irgendwie... Also so bringt es nicht viel. Ich wollte mich eigentlich noch meine Strafen alle mal wegzahlen. Also wir haben hier überall noch... Ja, so. Dann landen wir automatisch. Jo, mach mal. Weil ich muss mal gucken, wo ich diese ganzen Strafen abbezahlen kann. Wir haben nämlich tatsächlich... wir haben nämlich hier Strafen. Da haben wir nämlich ein bisschen was auf uns drauf. Und hier mein Kopfgeld auf uns drauf, glaube ich. Und das würde ich gerne loswerden. Einfach aus dem Hintergrund, weil ich... dann nicht mehr wie das letzte Mal, wenn ich dann Sachen ausbaue, einbaue, eine Strafe zahlen muss, dass ich die Sachen wieder bekomme zum Beispiel. Und das Feld generell eine saubere Weste haben. Wir haben momentan nämlich echt den Status gesucht. Das haben wir auf dem Planeten ja gesehen, dass wir gesucht werden von den Behörden. Das ist halt nicht ganz so geil. Ach nee, wir sind nicht gesucht, wir sind gesetzlos. Entschuldigung. Gesetzlos sind wir. Und ja, das möchte ich dann doch nicht sein, tatsächlich. Von daher, schauen wir mal. So. Yo, bitte einmal landen. Und ich finde super, wir haben zwei Kämpfe gemacht und die Schilde haben sogar gehalten. Finde ich echt gut. Ich muss nicht mehr Schild in Mitte benutzen. Hat was, wie ich finde.
So, Sauerstoff nachgefüllt, Treibstoff alles nachgefüllt, geil. Landing complete. Engines disengaged. So, erweiterte Wartung. Dann lassen wir wieder hier auf 100%. Klack. Auffüllen, Drohnen. So, da hätte ich gerne... Nein. Also, das ist toll, wenn du hier ein bisschen Menü bist und willst dann nach rechts rüber, geht nicht. Du musst erst hoch, ja? Du musst erst hoch und dann rüber, das checke ich jetzt erst. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich das immer gerne mit der Maus mache. So, schwarzes Brett, jetzt müssen wir mal gucken. Der Tamar müsste hier noch sein. Hier. Mine Silver Life Partners, Entschlüsselung der uralten Ruinen. So, mal gucken, was kriegen wir Schönes. So, das ist genau, was wir benötigen, Kommandant. Ich danke Ihnen. Ohne Ihre harte Arbeit und Ihren Einsatz hätten wir die Geheimnisse der Hüte nicht lüften können. Die Zusammenarbeit mit Ihnen war mir ein Vergnügen. Wenn Sie meinen Boxenstopp brauchen, dann schauen Sie jederzeit bei Ihrem alten Kumpel Ramtar vorbei. Ich glaube, das ist falsch, dass sie das hier ist, aber okay. 9 Millionen kriegen wir dafür. Naja, ist ja nicht schlecht. Also geht's wenigstens ein bisschen geldmäßig nach oben, das heißt... Naja, so langsam können wir auch mal 5-mal wieder sterben. Wir können das Schiff dann mitnehmen. Finde ich sehr, sehr gut. So, jetzt aber sage ich, lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Sorry, dass die Aufnahme hier so ein bisschen so arg krankheitsbelastet ist. Oh, Beförderung zum Pfadfinder. Yay. Glückwunsch, Kommandant, die Pilotenvereinigung würdigt ihre außergewöhnlichen Erkundungstalente und verleiht ihnen den Rang Pfadfinder. Cool. Haben wir das gemacht. Schön. Pfadfinder, Kleinhändler, Experte. Okay. CMC-Rang haben wir noch nichts, aber das wird, glaube ich, auch nie passieren. Sehr schön. So, jetzt aber nochmal lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Sorry, wie gesagt, dass die Aufnahme so krankheitsbelastet ist. Ich hoffe, mit der nächsten Aufnahme wird es besser. Ich hoffe, das geht jetzt bald weg, weil... Es regt mich nämlich selber auf. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Wäre sehr schön, wenn es weg wäre. Und dann machen wir in der nächsten Runde, werden wir das Kopfgeld alles mal bezahlen, also dass wir praktisch straffrei sind im Zuge. Und dann gucken wir mal, wo uns die Reise dann noch so Schönes hinführt. So, jetzt aber danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.